Willkommen bei sozialer fachlichen Betreuung. Heute das Thema ab in die Schule. So, in der Schule lernen Kinder viele Dinge, die sie für ihr spätere Leben brauchen. Die Schulfächer. Zuerst lernen alle Kinder lesen, schreiben und das einfache Rechnen. Wenn sie älter werden, wird der Unterrichtsstoff allmählich schwieriger und es kommen neue Schulfächer hinzu. Heutzutage geht das ein bisschen schneller mit dem Lernen. Die Entscheidungen, zum Beispiel. Körperliche Bewegung wie Sport ist für Kinder sehr wichtig. Sie lernen dort in sicherer Umgebung Risiken einzugehen und Entscheidungen zu treffen. Manche Kinder sagen, wozu brauche ich Sport? Das hilft mir im späteren Leben nicht weiter. Aber was man da eben lernt, ist nicht, dass man Sport im späteren Leben eventuell braucht oder nicht braucht, sondern dass man die Risiken für sich selber einschätzt. Ob man wirklich 500 Meter in Eiltempo rennt und es schafft oder ob man 500 Meter ganz langsam anläuft, dann schneller wird und dann wieder langsam wird. Und so lernt man zum Beispiel, was schafft mein Körper und wo und wie bin ich schneller. So, was noch gelernt wird. In der Schule müssen Kinder in einer größeren Gruppe zurechtkommen. Darum müssen sie lernen, höflich und respektvoll und rücksichtsvoll zu sein. Mit anderen zusammenarbeiten, Teamfähigkeit und Freundschaften zu bilden. Freundschaften beeinflussen oft auch die Vorlieben und Abneigungen. Zum Beispiel, wenn es um Essen und Trinken geht, Kleidung, Spiele oder Musik. Die Lehrerin stellt viele Fragen, um das Wissen der Kinder zu prüfen und ermutigt sie zum Mitmachen. Die Lehrerin fragt oder die Lehrerin oder der Lehrer fragt nicht, weil er selber nicht weiß, der weiß es oder die weiß es, und wollen wissen, ob ihr es wisst. Die wissen es, die haben ihre Arbeit gemacht, die lernen zwar immer noch dazu, jeden Tag auch neue, aber die können das. Der Gedächtnistest. An erstem Mal erinnert man sich oft intensiv. Was weißt du noch von deinem ersten Schultag? Wahrscheinlich warst du aufgeregt, weil alles so fremd und ungewohnt war. Fallen dir noch andere erste Male ein? Wie zum Beispiel das erste Mal, als du ein neues Geschwisterkind gesehen hast. Kannst du dich auch an deine zweiten Mal erinnern? Oder vielleicht auch an deine dritten Mal? Oder auch vielleicht an das, was selten war? Immer das Gedächtnis zum Lernen veranlassen. Und nicht zu fassen ist, wenn Kinder zuhören, reden, lesen und schreiben lernen, sie pro Tag etwa 10 neue Wörter. Welche neuen Wörter hast du in der letzten Zeit gelernt? Das sollte man sich selbst überlegen und die neuen Fähigkeiten wie Lesen, die mehr auf das Denken beruhen, nennt man geistige Fähigkeit. Zum Spielen eines Instruments braucht man die motorische Fähigkeit, aber auch die geistige Fähigkeit. Denn man muss quasi das umsetzen, aber auch ausüben. Geistig ist das, Motorik ist das. So, das war's zum Thema, ab in die Schule. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss!